Vielleicht fange ich kurz damit an, uns vorzustellen, wer uns nicht kennt. Also wir sind ein Stahlhandels- und Distributionsunternehmen. Also im Prinzip kaufen wir Stahl von den großen Stahlproduzenten, haben dann eine gewisse Weiterverarbeitung und verkaufen das eben an alle stahlverarbeitenden Industrien, Automotive-Industrie, Maschinenanlagenbau, Bauindustrie, aber auch bis zum kleinen Handwerker. Also es geht vom großen Automobilproduzenten wirklich bis zu dem Handwerker um die Ecke. Das Problem in der Stahlindustrie, in der Supply Chain, ist, dass diese extrem ineffizient ist. Da hat sich auch nicht sehr viel getan, so in den letzten 50 Jahren. Es gibt keinen durchgängigen Informationsfluss, es gibt keine Transparenz, es gibt keine Transparenz über Preise, es gibt keine Transparenz über Verfügbarkeiten. Und weil das so ist, müssen wir auf allen Stufen sehr viel Stahl lagern. Also wir beispielsweise lagern aktuell in unseren Standorten über 1 Million Tonnen, und wir lagern das eben nur, weil wir nicht genau wissen im Spotgeschäft, also etwa 50% unseres Geschäftes ist Spot. Wir wissen nicht genau, was der Kunde morgen benötigt, und deswegen müssen wir das alles in diesen Standorten vorhalten, und das ist natürlich höchst ineffizient. Und dann war die Überlegung, ja, wie können wir das Unternehmen jetzt eigentlich mal für die Zukunft anders aufstellen? Auch so, dass wir nicht immer von diesen Volatilitäten der Stahlindustrie abhängig sind. Und vor allen Dingen gibt es irgendwie eine Chance, aus diesen Ineffizienzen rauszukommen, indem wir eine Vorwärtsbewegung machen und eben das Geschäftsmodell auch entsprechend verändern. So, wir haben damals dann so diese Vision entwickelt, einer total vernetzten Industrie mit einer offenen Industrieplattform in der Mitte, also von der traditionellen Supply Chain weg, mehr in eine vernetzte Welt, wo eben alle Marktteilnehmer, die Produzenten auf der einen Seite, die Distributeure, die Kunden und Dritte verbunden sind. Also eine offene, große, offene Industrieplattform. Das ist dann die große Schwierigkeit, ich glaube, an der auch viele Konzerne scheitern, wie man eben so einen Hub positioniert. Wenn es sehr unabhängig ist, dann wird zwar frei entwickelt und innovativ entwickelt, aber dann gibt es manchmal oftmals keinen Impact auf die Company, weil die Company einfach das, was dort entwickelt wird, gar nicht aufnimmt. Wenn so ein Hub zu nah ranrückt an die Company, dann verliert man natürlich sofort die Agilität und übrigens auch die Leute aus der Startup-Szene, die sich natürlich nicht von den Zyklen einer Corporate wie Klöckner abhängig machen wollen. Also wir haben gestartet, muss ich sagen, extrem unabhängig, extrem eigenständig in Berlin. Wir haben dann aber im Laufe des Prozesses Klöckner.ai etwas näher rangeführt. Es wurde auch relativ klar, also wir haben hier so mit den typischen, die ersten Produkte, sogenannte Minimal Viable Products, die wir da entwickelt haben, eben nach dieser, wurde auch gerade schon mal diskutiert, Customer Ideation, aber nicht in der Form, dass wir gefragt haben, den Kunden, was brauchst du denn? Sondern indem wir zum Kunden gegangen sind und versucht haben herauszufinden, was die Pain Points für den Kunden sind. Dann haben wir Prototypen entwickelt, sind mit den Prototypen zurück zum Kunden, haben dann MVPs gebaut und diese MVPs dann immer weiter ausgebaut. Und so haben wir dann über die Zeit eben hier eine ganze Reihe von Tools, erstmal von proprietären Tools entwickelt. Wir mussten aber gleichzeitig, damit diese ganzen neuen Tools auch in der Corporate angewendet werden, mussten wir gleichzeitig dann anfangen, auch die Corporate schneller und agiler zu machen und auch hier die digitale Transformation durchzuführen. Also nur auf der einen Seite funktioniert nicht, die andere Seite muss mitkommen, und nur dann kann das Ganze auch näher zusammenwachsen, denn es nutzt ja nichts, wenn die Corporate, sage ich mal, nicht an Geschwindigkeit gewinnt und wir die Startup-Seite nur langsamer machen. Also wir mussten auch sehen, wie wir hier Geschwindigkeit gewinnen. Naja, und so sind wir jetzt da ganz gut vorangekommen. Jetzt hat man nur ein Problem am Ende des Tages. Sie erinnern sich an die offene Industrieplattform, die ja auch in Teilen disruptiv oder zumindest kannibalisierend auf unser eigenes Geschäft geht, denn offen heißt ja, dass auch der Wettbewerb Zugang zu dieser Plattform hat. Und ich habe damals, anfangs war der Versuch aus Klöckner.ai im Grunde genommen diese offene Industrieplattform zu bauen. Das hat nicht funktioniert, weil das im Unternehmen, sag mal, wenn auch rational, aber emotional nicht richtig aufgenommen wurde. Denn wenn Sie im Unternehmen sagen, wir haben jetzt was, wo wir auch den Wettbewerb draufnehmen, und plötzlich ist der Wettbewerb von heute Kunde auf der eigenen Plattform von morgen, den Stretch, den kriegt man im Unternehmen nicht hin.
ich sag mal, da ist im Grunde genommen, wie Clay Christensen, der diese Disruption erfunden hat, schon sagt, also Disruption von innen funktioniert eigentlich nicht. Man kann sich nicht selber erschießen irgendwo. So, und dann haben wir aber irgendwann entschieden hier, okay, dann machen wir es so anders. Wir initiieren einfach ein neues Venture. Und das Venture ist jetzt Zoom. Das haben wir jetzt gerade vor 3 Wochen auf den Weg vor 3 Wochen geöffnet, Anfang des Jahres auf den Weg gebracht. Was wir also machen ist, wir haben Klöckner, wir haben das Knowledge von Klöckner, das verbinden wir mit dem, was wir uns bei Klöckner.ai erarbeitet haben. Also wir haben mittlerweile 4.000 Online-Kunden, muss man dazu sagen, und machen über 1 Milliarde Umsatz digital. 20% des Geschäftes knapp ist digital. Das haben wir jetzt praktisch zusammengefasst und haben jetzt ein neues Venture gegründet. Das ist jetzt die große, echt große Herausforderung, muss ich sagen, nach vorne hin. Und zwar ist das ein unabhängiges Unternehmen. Das ist schon jetzt unabhängig. Wir haben gerade die Kartellfreigabe vom Bundeskartellamt letzte Woche bekommen, dass wir diesen Marktplatz betreiben dürfen, weil hier auch Wettbewerbsdaten liegen. Der muss völlig getrennt von Klöckner laufen. Es darf kein Datenaustausch zwischen Klöckner stattfinden. Und jetzt der entscheidende Schritt, den wir jetzt eigentlich machen, ist, wir finanzieren die weitere Entwicklung von Xoom mit Venture Capital, sind derzeit im Silicon Valley unterwegs, haben eigentlich mit einer ganzen Reihe von großen VCs schon gesprochen. Wir wollen jemanden haben, der auch in der Lage ist, uns zu unterstützen. Also wir brauchen nicht nur das Kapital, sondern wir wollen jemanden haben, der weiß, wie man Marktplätze upscaled, weil man muss natürlich im Zweifel eben dann sehr schnell das Ding hochscalen, der uns auch den notwendigen Druck macht, den ich manchmal vom Aussichtsrat in der Richtung nicht so kriege, aber der auch den Druck macht, das Ding eben hier nach vorne zu fahren. So, und da sind wir gerade dran. Nächste Woche sind wir auch wieder unterwegs. Nächste Woche fangen wir an, schon mal ein bisschen härter zu pitchen. Bisher haben wir erstmal so Vorgespräche geführt. Also was die jungen Damen und Herren hier gerade gemacht haben, das mache ich im Moment im Silicon Valley auch, dass ich pitche, ne? Und eben diese Plattform dort für diese Plattform Investoren suche. Und mir wichtig ist, Klöckner wird spätestens nach der 2. Finanzierungsrunde wollen wir in die Minderheit gehen. Das heißt, wir werden keinen Einfluss auf die Plattform haben, wir werden aber von der Value Creation partizipieren. Wenn alles gut läuft, wird diese Plattform natürlich mehr wert sein als Klöckner, weil Plattformen völlig anders bewertet werden als eben traditionelle Geschäfte wie Klöckner, wie ein Stahlhändler. So wird die Landscape bei Plattformen aussehen in unserer Sicht, im B2B, aber im B2C oder selbst bei Artificial Intelligence und überall ist es ja ähnlich. Man hat die Cross-Industry-Plattforms, also Amazon Business, da kann man auch Stahl kaufen in kleinen Mengen. Und wer ab und zu mal ein Blech kauft, der ist auch da gut bedient, Alibaba oder dann so regionale Player, Grainger Nordamerika, Mercateo eher in Europa. Dann gibt es, und dafür wird es auch nach vorne in weiter Berechtigung geben, natürlich die proprietären Tools und Online-Kanäle, die eben spezifisch das anbieten, was Klöckner anbietet. Ein Beispiel, wir sind zum Beispiel ein Spezialist in 3D-Laserbearbeitung. So, das können nur nicht viele Distributeure, das würde man hier nicht anbieten, weil das eben für viele nicht in Frage kommt. Das bieten wir aber hier an. Und dann haben wir hier eben die offene Industrieplattform, die es natürlich insbesondere ermöglicht, Preise zu vergleichen. Das erhöht natürlich die Transparenz, das erhöht eins auch wieder den Druck auf Klöckner natürlich, weil auch die Margen unter Druck kommen können an der Stelle. Also das ist das, was wir jetzt vorhaben. Ja, vielleicht zum Abschluss ganz schnell ein paar Learnings, die wir gemacht haben. Da könnte man gestern eine Reihe von den üblichen zuzählen, wie fail fast, fail cheap und die ganzen Dinge. Aber always start from the customer, also aber in der richtigen, also eben wurde das Thema Kunden, es wurde ja eigentlich ja richtig gesagt, also man darf wirklich nicht, und das haben wir früher natürlich auch gemacht, früher auch zum Kunden, na, wie läuft es denn so, was können wir besser machen, ja, und so, und dann waren wir wieder weg. So, und das habe ich dann, und übrigens habe ich das auch mal präsentiert, da hatte ich einen Bankvorstand, einen Vorstandsvorsitzenden einer großen deutschen Bank, der dann aufstand und sagte, Herr Rühl, ich dachte aber immer, Sie wären kundenorientiert auch in der Vergangenheit gewesen. Da habe ich gesagt, ja, waren Sie denn auch mal zum Beispiel beim Kunden zu Hause und haben gesagt, mach doch mal eine Überweisung, ich gucke mir mal an, wie das so funktioniert. Nee, meinte, hat er nicht gemacht. Ja, ich sage, genau das machen wir jetzt eben. Wir versuchen beim Kunden herauszufinden, wo wir dem Kunden helfen können. Wir fragen ihn nicht, wir entwickeln daraus nur Ideen. Ja, think big, also große Plattform, aber wirklich klein anfangen. Und dann muss man das Ding natürlich schnell hochscalen. Dann ist better than perfect sehr schwierig in Corporates. Diese Perfektion auszutreiben, das geht natürlich auch nicht überall. Also wenn ich jetzt mal an Lufthansa denken würde, gibt es natürlich Bereiche, wo ich Perfektion auch gut finde.
Also es muss nicht alles irgendwie, es reicht nicht bei einem 70 oder 80%, aber bei vielen Dingen reicht es dann doch, bei uns zumindest. Dann eben intensiv kommunizieren, also die Mitarbeiter permanent, also unsere Mitarbeiter wissen vielleicht noch nicht immer ganz genau, wie sie was auch digital, wie das dann läuft, wie das dann im Detail transformiert wird, aber wenn man sie fragt, worum geht es und was sind die entscheidenden Ziele nach vorne, was wollen wir erreichen, das können die, glaube ich, alle aufzielen. Und ja, Lead Ambidexter, das gilt jetzt mal so für Public Corporates. Das ist natürlich auch ein Thema, was wir haben. Ich kann meine Investoren sind ja Stahlinvestoren, Stahlhandelsinvestoren. So, den kann ich natürlich jetzt nicht immer erzählen, in 5 Jahren ist alles besser, dann haben wir die Plattform, sondern man muss natürlich auch sehen, dass das aktuelle operative Geschäft einigermaßen läuft. Herzlichen Dank.